Seit Ende letzter Woche ist für die Spieler der ersten Mannschaft des FSV Zwickau die trainingsfreie Zeit vorbei. Die Vorbereitungen mit dem neuen Kader auf die Spielsaison 2020/21 haben begonnen. Auch im Nachwuchsbereich geht es wieder los und da hat eine Meldung vorab schon mal richtig eingeschlagen. Jürg Böhme trainiert ab sofort die U19-Mannschaft des FSV. Eingefleischte Fußballfans wissen natürlich, dass hier von einem ehemaligen Fußballprofi die Rede ist, der 232 Einsätze in den verschiedensten Bundesliga-Vereinen absolviert hat, einen Großteil davon bei Schalke 04. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2002 Vize-Weltmeister. 2008 beendete Böhme seine Profikarriere und ist seitdem als Trainer tätig. Während sich die Spieler der U19-Mannschaft gestern Nachmittag auf dem Bielsportplatz in Planitz auf ihre Trainingseinheit vorbereitet haben, kamen wir mit dem ehemaligen Fußballprofi ins Gespräch. Ja, als es vor kurzem in der Presserunde hieß, Jürg Böhme kommt nach Zwickau, da ging ein Raunen durch die Massen. Ihr Name war allen ein Begriff. Erzählen Sie bitte unseren Zuschauern etwas, wie war Ihr fußballerischer Werdegang? Mein fußballerischer Werdegang, über mehrere Stationen, gerade in den alten Bundesländern, bin in Jena ausgebildet worden, an der Kinder- und Jugendsportschule, alte Weggefährten Bernd Schneider, Marc Zimmermann, um nur ein paar zu nennen, sonst wird die Liste zu lang. Ja, jetzt der Kontakt mit Zwickau kam zustande, weil eben auf mehreren Trainerpositionen im Nachwuchs da neue Trainer gesucht wurden. Und ich habe mit Herrn Pekarski telefoniert, haben uns für gut befunden, haben uns dann hier zu einem Gespräch nochmal getroffen. Und so ist letztendlich der Stand jetzt, dass ich die U19 mache. Warum ist es so wichtig, dass im Nachwuchs beim FSV Zwickau was getan werden muss? Ja, das kann ich extern jetzt nicht beurteilen. Es muss allgemein im Nachwuchs was getan werden. Ich denke, viele Vereine oder selbst die Bundesligisten, die nehmen eine Menge Geld in die Hand, um das eine oder andere Talent dann Richtung Profifußball oder erster Mannschaft zu entwickeln und auszubilden. Und das müssen wir uns oder haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass wir mit unseren Talenten halt noch intensiver, noch besser arbeiten wollen, um vielleicht den einen oder anderen in die erste Mannschaft zu bringen. Was ist jetzt angedacht? Wie sind die Trainingszeiten und gibt es auch Neuzugänge? Wir haben jetzt einen Kader von 24 Spielern, bloß drei Torhütern. Wir haben natürlich dadurch, dass die Jugendregionalliga aufgestockt worden ist, was die Summe der Vereine betrifft, wir haben 32 Spiele. Das ist eine Menge für eine Jugendmannschaft plus Pokal. Und deswegen haben wir den Kader erweitert. So in der Regel im Jugendbereich sind es 18 Feldspieler, zwei Torhüter. Wir haben jetzt 24 Feldspieler und drei Torhüter. Und ich denke, mit den Jungs werden wir gut gerüstet in die Saison starten können. Wie wird das Training jetzt genau aussehen? Mehrfach die Woche? Ja, es sind Ferien, die Jungs haben Zeit. Also die müssen runter vom Sofa, haben lang genug Pause gehabt durch die Corona-Pandemie und waren ja nie richtig im Rhythmus wieder drin. Man merkt natürlich auch, dass die Spielpraxis fehlt, aber das geht ja nicht nur uns so. Und wir werden die jetzt ordentlich durchbewegen, früh und nachmittags und im Trainingslager teilweise dreimal trainieren. Und das wird natürlich für die Jungs eine Umstellung, aber auch das werden sie schaffen. Sie sind ja nicht hier in Zwickau zu Hause. Haben Sie sich schon mal in unserer Stadt umgeschaut? Ja, ich war ja schon, bevor wir jetzt heute offiziell gestartet sind, war ich schon in Zwickau, habe mir einen Überblick über die Mannschaft verschafft, plus eben die Probespieler, die da waren, angeschaut und den einen oder anderen für gut befunden, den anderen halt weniger, wie das halt im Fußballgeschäft so ist. Und Stadt gefällt mir gut, ist nett, nicht so groß, nicht so klein, also genau richtig. Für unsere Zuschauer, Sie haben Familie? Ich habe Familie, Frau und zwei kleine Kinder. Und haben Sie die Absicht, eventuell nach Zwickau zu kommen? Ihren Lebensmittelpunkt nach Zwickau zu verlegen? Ja, ich habe eine Wohnung schon, auch schon komplett eingerichtet. Ich habe gestern die erste Nacht drin geschlafen und über kurz oder lang werden wir die Familie herholen, ist klar. Aber wir müssen natürlich jetzt noch organisatorisch ein paar Dinge abwickeln in Bielefeld bzw. in Steinhagen, wo unser Lebensmittelpunkt ist. Und dann schauen wir mal. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, der Mannschaft alles Gute und dass vielleicht der eine oder andere, wie Sie es sagen, dann auch mal in der ersten Mannschaft spielen könnte. Wäre wünschenswert. Danke. Dann haben wir mal eine Zeit lang zugeschaut, wie so eine Trainingseinheit bei der U19-Mannschaft der Rot-Weißen aussieht.